Manchmal muss man zurückblicken, ehe man nach vorn schaut. Das machen wir jetzt. Ostern 1968 im damaligen West-Berlin. Eine stürmische, beunruhigende Zeit voller Proteste. Nachdem Gründonnerstag, heute vor 50 Jahren, ein junger Nazi auf den Studentenführer Rudi Dutschke geschossen hatte. Am Ort des Attentats am Kurfürstendamm, Ecke Joachim-Friedrich-Straße, wurde heute Nachmittag mit einer Gedenkfeier daran erinnert. Zur Feier wurden auch seine Witwe Gretchen Klotz-Dutschke und mehrere Kinder und Enkelkinder eingeladen. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Grünen und der Berliner Geschichtswerkstatt. Dann gleich weiter mit einem Grünen, der sich inzwischen aus der Politik verabschiedet hat, den aber so einige sicher noch kennen werden, als Oppositionspolitiker im Abgeordnetenhaus und als Justizsenator. Wolfgang Wieland kannte Rudi Dutschke gut. Auch er war in den 68ern Student. Christian Walter hat sich mit ihm am Gedenkort verabredet. Hier war es, Kurfürstendamm, kurz hinter der Ecke Joachim-Friedrich-Straße. Hier fielen die Schüsse auf Rudi Dutschke. 3 Kugeln, eine in die Schulter, 2 in den Kopf. Wolfgang Wieland ist Rechtsanwalt und Politiker der Grünen. Wir treffen ihn am Tatort, da, wo eine Bodenplatte an den Anschlag erinnert. Der 70-Jährige war damals 20. Er hatte eine Monatskarte und fuhr mit der U-Bahn zum Jurastudium in die FU, auch am Tag des Attentats. Ich saß brav in unserem Institut und schrieb an einer Hausarbeit. Und kein Mensch kam auf die Idee, uns dazu zu informieren. Handys und derartiges gab es alles nicht. Ich bin dann in meine Studentenbude gegangen, schaltete das Radio ein und hörte da die Nachricht und war dann, kann man sagen, die ganzen Ostertage über auf den Beinen. Dutschke war damals der Kopf der Studentenbewegung, aber für viele auch ein Hassobjekt. Auch für den Täter, einen 23-jährigen rechtsradikalen Hilfsarbeiter. Es war sowas wie ein angekündigtes Attentat. Wir hatten es ja vorher erlebt, dass ein Doppelgänger von Rudi bei der sogenannten Freiheitskundgebung vor dem Schöneberger Rathaus fast gelyncht worden wäre. Das war die Stimmung in der Stadt. Volksverräter Dutschke oder Volksfeind Nummer 1. Zugleich ein Popstar, der Lieblingsrevolutionär der Medien. Wir können es ändern. Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Er war tatsächlich außergewöhnlich und herausragend. Warum? Einmal sein unbedingtes Engagement, dann seine Art zu reden, in endlos Sätzen ohne Atem zu holen, immer ohne Manuskript und in einem Singsang, den ich heute noch im Ohr habe. Teilweise Soziologen, Kauderwelsch, teilweise auch sehr plastische Beispiele. Wir wechseln zum Kanzlereck, Kudamm, Ecke Joachimsthaler Straße. Hier traf sich das alte West-Berlin zum Rendezvous mit der Geschichte, auch mit der Studentenbewegung. Das Kanzlereck war einmal der Ort, wo die meisten Demonstrationen endeten, teils freiwillig, teils von der Polizei abgebrochen. Das waren die berühmten Kudamm-Wasserspiele. Es war aber auch der Ort des Dialoges, und zwar jeden Abend, ohne dass es jemand organisierte, kamen hier Bürger, Studenten, auch damals schon viele Touristen miteinander ins Gespräch und haben stundenlang in dichten Trauben hier an dieser Ecke diskutiert. Ostern 68 aber war kein Wochenende des Dialogs. Noch am Abend des Anschlags zogen Demonstranten vor den Springer Verlag, dem zumindest eine Mitverantwortung für die Hetze gegen Dutschke gegeben wurde. Ein Provokateur des Verfassungsschutzes brachte Molotow-Cocktails mit, Lieferwagen gingen in Flammen auf. Demonstrationen und Polizeieinsätze setzten sich am nächsten Tag vor dem Rathaus Schöneberg und auch am Kudamm fort. Eine Spirale der Gewalt, die vereinzelt in den Terror führte. Auch das war 68. Kulturell haben die 68er sich auf der ganzen Linie durchgesetzt. Die erklärten politischen Ziele, von denen ist kein einziges erreicht worden. Aber das war Ostern 68 noch nicht abzusehen.